Bereits letztes Mal haben wir über die fragwürdigen Geschäftsmethoden eines Wiener Umzugunternehmens berichtet. Die Kunden werden regelmäßig mit höheren Preisen als vereinbart abgezockt. Frau Kartoch-Will hat bei dieser Firma ihre gesamten Möbel eingelagert und bekommt diese seit 2 Jahren nicht zurück. Über 3.000 Euro hat die Dame bereits an die Firma bezahlt. Und die Kartons haben Sie bis heute nicht bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Gar nichts? Gar nichts. Frau Kartoch-Will, was mich interessiert, wie hoch ist denn der Schaden jetzt? Ja, ein kompletter Haushalt. Ungefähr, kannst du schätzen? Schätzen, aber ich weiß nicht, reden wir um 1.000 Euro oder 5.000 oder was ist denn das ungefähr? Ich denke mehr. Die Erinnerungen von meinem Mann. Fotos? Fotos, sogar die Totenmaske habe ich dort. Es geht jetzt nicht da um 5.000 oder 10.000 Euro, was unglaublich viel Geld ist, aber die ganzen Erinnerungen sind weg, Fotos sind weg, Bilder sind weg. Die wird sie wahrscheinlich nie wiederbekommen. Das ist ein Schaden, den kann man nicht ersetzen. Das ist wirklich das Furchtbare dran. Dr. Christian Horvath erreicht den Verantwortlichen der Firma und stellt ihn zur Rede. Na, Herr, sagen Sie mal, da ist nichts zum Lachen. Gibt es die Kartons noch oder nicht? Ist egal, wir gehen jetzt dann zur Polizei, ist ja kein Problem. Sie können das jederzeit zur Polizei geben, dann wird das kein Problem sein. Ich steigere mich auch in gewisser Weise hinein, weil mir das einfach maßlos ärgert. Der dreht sich im Kreis die ganze Zeit schon, hat schon 100-mal telefoniert, dann weiß er wieder von nichts, dann ist er nur Angestellter, jetzt ist er wieder der Chef, dann kennt er die Dame nicht und dann, aha, hat sie eingelagert, dürfen wir nichts wegschmeißen, aha, und dann erzählt er wieder Märchen. Dutzende Telefonate hat Christian Horvath bisher mit dem Chef der Umzugsfirma geführt. Letztendlich bekommt der Rechtsanwalt die Nummer einer Recyclingfirma. Dort sollen angeblich die Kartons von Frau Kartoch-Will gelagert sein. Ja, grüß Gott, Horvath, Rechtsanwalt spricht. Ich hätte eine Frage, und zwar, Herr erzählt mir, Sie hätten Kartons von ihm eingelagert. Stimmt das? Kartons von ihm eingelagert? Er hätte bei Ihnen was gemietet gehabt und wir suchen jetzt eine ganze Haushaltseinrichtung von einer Mandantin von mir und er sagt, ich sei bei Ihnen irgendwo. Nein, das Problem ist, er hat das gemietet bei Stiftkloster Neuburg, hat den ganzen Mist dort liegen gelassen und alles und ich habe mir es nicht entsorgt. Das ist ja sehr guter Schmäh, was er tut. Ja. Er tut sich einmieten irgendwo, zahlt mir Miete, lässt es dort stehen, sagt dann, das ist alles immer seines, dann geht er in den Konkurs, zahlt mir was und das macht pausenlos so weiter. Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Ich habe schon ein paar Sachen, habe ich schon, und die Frage, ob das dabei ist, weil ich weiß ja, es war ja nicht einmal eine Übergabe oder was. Ne? Ja. Glauben Sie, hätte man eine Möglichkeit, dass ich mit der Mandantin vorbeischaue und ob da was von ihr dabei ist? Ja, sicher, das ist kein Problem. Vielleicht ist noch was da. Weil er hat sich auch teilweise auf der Straße hingestellt, der hat nämlich so Wappcontainer, hat das eigentlich gehabt, so ja. Und hat das Bauwerk auf die Straßen hingestellt, kein Vorhängeschloss drauf, nichts, da ist schon geplündert worden und alles Mögliche. Also, aha, okay, Wahnsinn. Also es gibt irgendwo noch Gegenstände, aber nachdem der Herr nie Miete bezahlt hat, haben alle Eigentümer die ganzen Flächen geräumt und alles weggeschmissen. Nur bei dem ehemaligen Vermieter, dort gibt es ein paar Gegenstände und vielleicht finden wir was. Also wenn wir Glück haben, wir drücken jetzt die Daumen. Tags darauf in Langenzersdorf. Christian Horvath hofft, dass er vom Chef der Recyclingfirma mehr Informationen bekommen wird. Sind die Kartons von Frau Kartoch-Will wirklich hier irgendwo gelagert? Wie war die Erfahrung mit ihm? Haben Sie mit ihm ein Geschäft gemacht? Oder? Ich habe da zum Glück kein Geschäft gemacht mit ihm. Er hat sich eingemietet beim Stiftkloster Neuburg und unter anderem keine Miete bezahlt. Und dann hat er den ganzen Mist immer liegen lassen und geht immer in den Konkurs. Aha. Ja, übers Internet hat er eine super Homepage, muss man sagen. Und sucht natürlich Leute, wo er ihn umsiedeln kann oder einlagern kann. Dann die guten Sachen werden verkauft und die schlechten werden irgendwo eingelagert, deponiert und dann nie mehr Miete gezahlt und dann geht er in Konkurs. Und was finden wir jetzt bei Ihnen? Was ist denn da alles? Ich habe gesehen, in Container sind eingelagert private richtige, Sachen. Große Container. So Wapp-Container sind das. Da sind eingelagert von private Personen Fotos, Dokumente, alles, was im Prinzip keinen Wert hat, nur persönlichen Wert. Darf man sich das einmal anschauen? Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Gerne. Die Umzugsfirma hat ein riesiges Gelände gemietet. Zwei Container rosten hier vor sich hin. Der Bagger hat auch schon bessere Zeiten gesehen.
Das ist das Grundstück? Das ist jetzt das Grundstück, was er da alles abgelagert hat. Ja. Und was noch jetzt der Mist vorhanden ist. Was hat er alles gemacht? Der hat eben Mist vergraben, der hat mit dem Bagger, was da ist, hat er Löcher graben, die hat er am Wochenende damit so einem Mist zugeschüttet. Das ist alles sein Mist, ja genau. Alles sein Müll? Das ist alles aufgeschüttet Mist. Mit Müll? Genau, bis da vorne dort zum Dachdecker. Mit dem Bagger einfach ein Loch graben, reingeschüttet, verdichtet, oben Erde wieder drüber und dann sieht es keiner. Ne? Sind die Habseligkeiten von Frau Kratochwil auch schon längst vergraben oder liegen sie noch in den zwei verwaisten Containern? Also mir fehlen die Worte, gell? Da liegt Dreck drin, Öl. Und alles rinnt in den Grund rein. Christian Horvath hofft, dass er in den zwei Containern einen Anhaltspunkt findet, ob es sich um Frau Kratochwils Habseligkeiten handelt oder nicht. Ich habe jetzt kurz geschaut, da ist wirklich alles. Von persönlichen Gegenständen, Dokumenten, CDs, alte Schallplatten, Trainingsgeräte, alte Kommoden. Von A bis Z ist wirklich alles da. Doch gehören diese Sachen wirklich Frau Kratochwil? Oder sind es Besitztümer, die eine andere Person auch schon jahrelang vermisst? Ich will die Frau Kratochwil anrufen und sie herbestellen. Sie muss sich das einmal anschauen. Ich hoffe, dass sie was findet. Aber auf jeden Fall, es ist zwei Container voller Zeugs, Hausrat, alles Mögliche. Unglaublich. Zurück zum Umzugsfall. Christian Horvath steigt in den zweiten Container. Dort findet er nur Büromöbel und die gehören offenbar der Umzugsfirma selbst. Das sind vom Herrn. Sind das noch Unterlagen? Schadensfälle, Gericht erledigt, KSV erledigt, keine Ahnung, was das ist. Das dürfte eine Büroeinrichtung sein. Und das ist noch kein Jahr da, also das ist alles frisch. Seit 2 Jahren sind die Möbel von Frau Kratochwil spurlos verschwunden. Sie glaubt nicht mehr daran, dass sie ihre Besitztümer je wiederbekommen wird. Geringe Hoffnung. Und wenn in welcher Zustand ist, sind wahrscheinlich sie nicht mehr zum Brauchen. Frau Kratochwil, hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Doktor. Der Herr Breitner. Wir haben so freundlich, hat uns da. Danke vielmals. Was, danke. Wollen Sie mal schauen, ob da was Ihnen gehört? Ich habe keine Ahnung. Sind unbekannt. Schauen Sie mal. Aber ich kann nachschauen. Es sind auch viele Möbel hinten drin, gell? Ja. Warte, schauen Sie mal hinauf. Ja. Ist total unbekannt. Ein Blick in den Container genügt. Die Sachen gehören leider jemand anderem. Gefunden haben wir ja was, ja. Aber es war leider nicht Ihre Wohnungseinrichtung. Nein, gell? Leider nicht. Ja. Aber vielleicht meldet sich jemand, der ja. sucht was. Ja. Und das ist auch ein Erfolg, ja. wenn jemand was zurückbekommt. Ja. Christian Horvath will noch nicht aufgeben. Er ruft erneut den Chef der Umzugsfirma an. Hallo? Ja, Herr grüß Gott, Horvath, Rechtsanwalt spricht. Ah, grüß Sie, bitteschön. Ich stehe jetzt gerade in der Apfelstraße bei Ihrem Container. Da ist ja gar nichts mehr. Sie haben gesagt, da sind die Sachen von der Frau Kratochwil und da ist genau überhaupt nichts. Außer ein Container mit Müll. Es gibt in der Apfelstraße 2 Container. Ja? Dort gibt es Sachen. Ja? Dort gibt es Sachen drinnen. Ja, Ihre Sachen sind noch drin. In der Ulmengasse gibt es auch Sachen drinnen. Ja? In einem Container drinnen. Bei dem Container drinnen. Der Lagerplatz in der Ulmengasse wurde ebenfalls zur Räumung an Herrn Pointner übergeben, weil nie Miete gezahlt wurde. Kann man sich das auch? Vielleicht ist dort was, aber ich glaube weniger wie da. Ja. Dort sind nur Matratzen und solche Sachen. Also. Ja, vielleicht findet man eine Spur, dass von ihr dann noch Sachen sind. Ja. Um das geht es eigentlich. Christian Horvath ist auf der Suche nach verschwundenen Umzugskartons, die eine Mandantin vor 2 Jahren bei einer ominösen Umzugsfirma einlagerte. Jetzt gibt es eine erste Spur auf einem verlassenen Lagerplatz. Ist total unbekannt. Gefunden haben wir ja was, ja. Aber es war leider nicht Ihre Wohnungseinrichtung. Nein, gell? Leider nicht. Doch Christian Horvath gibt nicht auf und ruft erneut den Firmenbesitzer an. In der Ulmengasse drinnen gibt es auch Sachen drinnen, ja? Kann man sich das auch? Vielleicht ist dort was, aber ich glaube weniger wie da. Ja. Die letzte Hoffnung ist ein anderer, verlassener Lagerplatz, wo die Umzugsfirma nie Miete gezahlt hat. Wird Frau Kratochwil bei einem alten und verrosteten Container endlich fündig? Ein Container ist auch vielleicht was drin. Das
So, schaut's aus? Ja. Wirklich? Wirklich? Echt? Super. Ja, schauen Sie zu Ragnes. Das sind alles Ihre Sachen? Ja, ja, ja. Wow, jetzt freue ich mich wirklich. Ja. Alles Ihre Sachen? Ja, ja, super. Die geflickte Körbe. Genau. Die Körbe haben wir auch. Ist super. Und Ihre Bilder, gell? Da oben. Ja, meine Bilder. Und Gartenmöbel. Ich kann nicht glauben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. 2 Jahre lang wusste Frau Krattochwill nicht, ob sie ihre Habseligkeiten je wiedersehen würde. Mit Hilfe von Christian Horvath und dank seiner Hartnäckigkeit gibt es nun doch ein Happy End. Ich bin so überrascht, denn ich fasse noch nicht. Ich kann nicht mich richtig so freuen. Ich kann nicht glauben. Ja, ich freue mich riesig. Das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ich hätte es auch nicht mehr für möglich gehalten, dass wir es wirklich finden. Weil ich habe jetzt, glaube ich, 70 Mal mit dem Herrn telefoniert. Immer wieder hat uns Schmäß erzählt. Und dort ist es und da ist es. Dann haben wir eh gesucht, da war nichts. Und das war wirklich die letzte, die 1%-Chance. Alles scheint da zu sein. Nur die Box mit den Fotoalben hat Frau Krattochwill bis jetzt noch nicht gefunden. Denn viele Kisten sind durchwühlt worden und durcheinander. Das habe ich gefunden, der einzige am Boden irgendwo. Meine Tochter. Vor 25 Jahren. Überall am Gelände sind noch andere herrenlose Besitztümer abgelagert. Herr Pointner hat den Auftrag bekommen, sie so bald wie möglich zu entsorgen. Ich habe jetzt nur derweil noch Zeit lassen, eben, dass Leute vielleicht doch noch kommen und ihre persönlichen Sachen mitnehmen können oder finden. Weil doch viele Dokumente und Fotos dabei sind, die was natürlich sonst für immer verschwunden sind. Ich werde jetzt die anderen Geschädigten noch anrufen, weil wir haben auch Dokumente gefunden. Wir wissen, wem die Sachen gehören. Die werden wir anrufen, die werden sich freuen. Gut, Frau Krattochwill. Ich freue mich für Sie ganz, Dank. Ganz viel. Freue mich, gell? Ohne Ihre Hilfe hätte ich das nie geschafft. Ja, es nie, war schwer. Nie, es war, wir haben es geschafft, gell? Ja, der Herr vielen Pointner, Dank. Er wird nur den Rest dann zu Ihnen bringen. Sind Sie in gute Hände, danke, gell? Danke vielmals. Dankeschön. Ja, bitte danke, gerne. Danke. Wiederschauen. Wiedersehen.